Der Pakt des Blutpriesters. Die Nacht legte sich wie ein schwarzer Schleier über das kleine Dorf. Eine eisige Stille umhüllte die gotische Kirche, die auf einem Hügel thronte. Der Mond ließ das bleigefasste Fenster in einem unnatürlichen, blutigen Schimmern erstrahlen. Im Inneren der Kirche, umgeben von imposanten Steinwänden, war der Priester nicht allein. Schatten huschten um ihn herum und ein Flüstern drang an sein Ohr, so kalt wie die Nacht selbst. Der besessene Priester, dessen einst sanfte Augen nun dunkel und erloschen wirkten, lauschte dem Flüstern des Dämons, der tief in ihm wohnte. Er kniete vor dem Altar, auf dem er eine Kerze entzündete. Die Flamme flackerte wild, als wäre sie selbst besessen, und tauchte den Raum in ein schauriges Licht. Die Wände, auf denen Heiligenfiguren prangten, schienen plötzlich wie düstere Wächter über das grausame Ritual zu wachen. Die Luft war schwer vom Geruch verbrannter Kerzen und dem beißenden Aroma von Weihrauch. Ein kalter Wind wehte durch die Ritzen der alten Kirche, als der Priester sich erhob. Die Schatten, die ihn umgaben, verschwanden plötzlich und das Flüstern wurde lauter und drängender. Die Worte des Dämons hallten in seinem Kopf wider und forderten ihn auf, sein grausames Werk zu vollenden. Der Priester schritt langsam, aber entschlossen auf das verängstigte Opfer zu, das gefesselt und geknebelt am Boden lag. Die Augen des Opfers waren aufgerissen vor Angst, während Tränen über die blassen Wangen liefen. Der Priester spürte, wie der Dämon seine Hand führte, als er das Ritualmesser hob. Mit einem sadistischen Lächeln auf den Lippen führte er das Messer durch die Luft und ließ es mit chirurgischer Präzision in das Fleisch des Opfers sinken. Das Blut spritzte auf den Steinboden, während das Stöhnen des Opfers von den hohen Gewölben der Kirche widerhallte. Der Priester fühlte, wie die Macht des Dämons in ihm wuchs und ein dunkles Lachen entwich ihm. Als das Opfer reglos und blutüberströmt am Boden lag, machte der Priester sich daran, die unheimlichen Symbole auf dessen Haut zu ritzen. Seine Hände zitterten vor Erregung, während das Flüstern des Dämons in ihm verstummte und einem zufriedenen Grunzen Platz machte. Am nächsten Morgen drang das erste Licht des Tages durch die Kirchenfenster und offenbarte das grauenhafte Schauspiel, das sich im Inneren abgespielt hatte. Die Luft war noch immer schwer vom Geruch des Blutes, das mittlerweile zu dunklen Pfützen geronnen war. Die heiligen Figuren schienen den Kopf abzuwenden, als könnten sie das Entsetzen nicht ertragen. Kommissar Keller betrat die Kirche, gefolgt von seinem jungen Kollegen Hauptkommissar Schmidt. Sie waren beide erfahren in ihrer Arbeit, doch die Szene, die sich ihnen bot, ließ sie erschauern. Keller, ein älterer Mann mit grauem Haar und scharfen Zügen, hatte schon viele schreckliche Verbrechen gesehen, doch dieser Anblick raubte ihm den Atem. Schmidt, ein ehrgeiziger Ermittler in den 30ern, betrachtete mit Entsetzen das entstellte Opfer. Seine blauen Augen weiteten sich vor Schreck, als er die unheimlichen Symbole auf der Haut des Toten bemerkte. Die beiden Ermittler gingen vorsichtig um den Leichnam herum, wobei ihre Schritte auf dem steinernen Boden widerhallten. Währenddessen beobachtete ein Journalist namens Paul das Geschehen aus sicherer Entfernung. Er hatte von dem brutalen Mord gehört und war sofort zur Kirche geeilt, in der Hoffnung, eine exklusive Story zu ergattern. Sein braunes Haar war zerzaust und seine grünen Augen funkelten vor Neugier. Er hatte ein besonderes Interesse an ungewöhnlichen und übernatürlichen Ereignissen und spürte, dass dieser Fall anders war als alles, was er bisher erlebt hatte.
In der Kirche untersuchten Keller und Schmidt die Symbole auf der Haut des Opfers und machten Notizen. Die Zeichen schienen einer fremden Sprache zu entstammen, vielleicht einer alten okkulten Schrift. Sie fanden auch Spuren von Weihrauch und Kerzenwachs und stellten fest, dass das Verbrechen offenbar während eines Rituals begangen worden war. Paul näherte sich vorsichtig den Ermittlern und begann Fragen zu stellen. Er wollte wissen, ob sie glaubten, dass es sich um einen Ritualmord handelte und ob es möglicherweise einen übernatürlichen Zusammenhang gab. Keller und Schmidt wechselten besorgte Blicke und gaben nur widerwillig zu, dass sie es nicht ausschließen konnten. Die drei Männer beschlossen, zusammenzuarbeiten, um die Wahrheit hinter dem grausamen Mord aufzudecken. Sie ahnten nicht, dass ihre Ermittlungen sie in die tiefsten Abgründe des Bösen führen würden, wo Schatten lauerten und ein Dämon darauf wartete, seine teuflischen Pläne zu vollenden. Die Ermittlungen führten das ungleiche Trio zu weiteren Tatorten, an denen der besessene Priester sein grausames Werk fortsetzte. Jeder Mord schien ritualistischer und brutaler als der vorherige, und die unheimlichen Symbole häuften sich, als wären sie Teil eines teuflischen Puzzles. Die Spannung zwischen Keller, Schmidt und Paul wuchs mit jedem entdeckten Opfer. Währenddessen zog sich der Priester in die Dunkelheit der Kirche zurück, seine Seele immer weiter von der Erlösung entfernt. Sein einst gesundes Antlitz war nun fahl und hager, die Augen tief in ihre Höhlen gesunken. Die Stimme des Dämons hallte unerbittlich in seinem Kopf wider und trieb ihn zu immer grausameren Taten. Keller, Schmidt und Paul verbrachten unzählige Stunden damit, die Symbole zu entschlüsseln und nach Zusammenhängen zwischen den Opfern zu suchen. Nach langem Studium kamen sie zu dem erschütternden Schluss, dass die Morde das Werk eines dämonischen Kultes sein mussten und dass der Mörder vielleicht ein Mitglied der Kirche war. Die Idee, dass ein Priester zu solchen Gräueltaten fähig war, ließ sie erschaudern. Die Nächte wurden immer länger und die Ermittler fanden kaum noch Schlaf. Ihre Träume waren von albtraumhaften Visionen geplagt, in denen sie selbst in den Fängen des Dämons lagen. Sie fühlten sich beobachtet, verfolgt von einer unsichtbaren Präsenz, die in den Schatten lauerte. Ihre Seelen schienen allmählich zu zerbrechen unter der Last des Bösen, dem sie auf der Spur waren. Doch ihre Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Eines Tages entdeckten sie einen Hinweis, der sie direkt zu dem besessenen Priester führte. Sie konnten kaum glauben, dass ein Mann Gottes solch abscheuliche Verbrechen begehen konnte. Doch sie wussten, dass sie ihn stoppen mussten, bevor noch mehr unschuldige Seelen sein Opfer wurden. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Keller, Schmidt und Paul beschlossen, den Priester in der Kirche zu konfrontieren. Sie spürten, dass sie sich dem Bösen näherten, das ihre Welt ins Wanken gebracht hatte. Doch sie waren sich auch ihrer eigenen Verletzlichkeit bewusst. Ihrer gebrochenen Seelen, die dem Dämon als Einladung dienen könnten. Mit klopfendem Herzen betraten sie die düstere Kirche, bereit, dem Schrecken ein Ende zu setzen. Sie ahnten nicht, dass sie den Dämon damit direkt in ihre Welt einluden. Die Kirche lag in vollkommener Dunkelheit, als Keller, Schmidt und Paul sie betraten. Nur das schwache Glimmen der Kerzen auf dem Altar ließ die Umrisse der heiligen Figuren erahnen. Der Geruch von Weihrauch und Blut lag schwer in der Luft und die Stille wurde nur von dem leisen Rascheln ihrer Schritte durchbrochen. Als sie tiefer in das düstere Gotteshaus vordrangen, stießen sie schließlich auf den Priester, der vor dem Altar kniete und inbrünstig betete.
Seine Stimme war gebrochen, von Verzweiflung und Wahnsinn gezeichnet. Als sie näher kamen, bemerkten sie die blutigen Striemen auf seinem Rücken, selbst zugefügt in einem Akt der Buße und Selbstgeißelung. Keller trat mutig vor und stellte den Priester zur Rede, während Schmidt und Paul ihre Waffen zückten, bereit, das Böse niederzustrecken. Der Priester, seine Augen nun rot vor Tränen und Blut, begann zu erzählen, wie er vom Dämon besessen wurde und wie er gegen den dunklen Einfluss ankämpfte, der ihn zu grausamen Taten zwang. In einem Moment der Klarheit enthüllte der Priester das dämonische Ritual, das ihn besessen gemacht hatte. Er hatte sich unwissentlich in einer alten Schrift verstrickt, die ihm der Dämon in menschlicher Gestalt zugespielt hatte. Jetzt, da er die Wahrheit kannte, war er bereit, alles zu tun, um seine Seele und die Seelen der Opfer zu retten. Die Ermittler, nun von der aufrichtigen Reue des Priesters überzeugt, schmiedeten gemeinsam einen Plan, um den Dämon zu bannen und die unschuldigen Seelen zu befreien. Sie sammelten die alten Schriften und Symbole, die sie bei ihren Ermittlungen gefunden hatten, und bereiteten sich darauf vor, das gefährliche Ritual durchzuführen, das den Dämon zurück in die Hölle schicken sollte. Währenddessen spürte der Dämon, dass seine Zeit in der Welt der Lebenden zu Ende ging, und entschloss sich zu einem letzten, verzweifelten Schachzug. In einem Akt der Täuschung erschien er den Ermittlern in der Gestalt eines unschuldigen Kindes, das ihnen eine Nachricht von den Toten überbrachte. Doch die Worte, die es sprach, waren verführerisch und trügerisch und zielten darauf ab, das Trio in eine Falle zu locken. Gleichzeitig offenbarte sich die erschreckende Wahrheit hinter dem Dämon. Es war nicht der Priester, der das Böse heraufbeschworen hatte, sondern der Dämon selbst, der die alten Schriften manipuliert hatte, um sich in der Welt der Lebenden zu manifestieren. Der Dämon in Gestalt des unschuldigen Kindes versuchte das Trio dazu zu bringen, das falsche Ritual durchzuführen, das seine Macht nur noch weiter stärken würde. Doch Keller, Schmidt und Paul spürten, dass etwas nicht stimmte, und konfrontierten den Dämon mit ihren Verdachtsmomenten. Ohne Vorwarnung und noch in der Gestalt des kleinen Mädchens riss der Dämon dem Priester brutal den Kopf ab. Blut spritzte durch die Luft und die Ermittler starrten entsetzt auf die grauenvolle Szene. Im nächsten Moment offenbarte sich der Dämon in seiner wahren, schrecklichen Gestalt. Ein gewaltiges, schattenhaftes Wesen mit feurigen Augen und langen, krallenbewehrten Armen. Die Ermittler und Paul starrten in das Antlitz des Bösen und spürten, wie die Angst ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließ. Der Dämon wandte sich nun Keller und Schmidt zu und tötete sie mit seinen monströsen Krallen, bevor sie auch nur den Hauch einer Chance hatten, sich zu verteidigen. Ihre Körper fielen leblos zu Boden und das Blut vermischte sich mit dem des Priesters. Paul, der einzige Überlebende, starrte auf die verstümmelten Körper seiner Verbündeten und spürte, wie die Angst und Verzweiflung in ihm zu einer kalten, dunklen Macht heranwuchs. Der Dämon sah in Pauls Augen und erkannte, dass er nun die perfekte Gelegenheit hatte, einen neuen Wirt zu finden, um seine schrecklichen Taten fortzusetzen. In einem Moment der Schwäche ließ Paul den Dämon in sich eindringen und die beiden verschmolzen zu einer einzigen, schrecklichen Entität. Mit einem düsteren Lachen verließ Paul nun, von dem Dämon besessen, die Kirche und trat in die Nacht hinaus, bereit, weitere Gräueltaten zu begehen und das Böse weiter in die Welt zu tragen.